So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play System Shock 2 mit mir, dem Endking. So, USA, 15. Februar 2112. Ihr Jahr an den Tanks auf Shaolin ist vorüber. Ihr Wille ist stärker geworden. Ihr Geist kann nun Feinde einfrieren und sich in Maschinen einschleusen. Sie beherrschen nun Kräfte der zweiten Ebene. Bringen Sie Ihre neuen Kräfte gegen den Feind zum Einsatz. Sie beherrschen nun Psi-Kräfte der zweiten Stufe, Kryokinese und psychogener Cyberwert. Ja, wir haben jetzt hier anscheinend ein Jahr auf dieser komischen Ausbildungsfähre oder Station verbracht, nämlich der Shaolin, und dort die ganze Zeit meditiert, wie solche Shaolin-Mönche. Und wir sind jetzt hier bei der USA. Nicht der USA, bei der USA. Das ist anscheinend dieser Cybertruppe und hui, Jahr 2, ja. Da sind wir. Und was geht hier ab? Wir können leider immer noch nicht auf Tab drücken. Passiert nichts. So, Mission Postings and Shuttles. Müssen wir jetzt hier lang? Ach nee. Oder doch? Oh Gott. Wo ist das denn jetzt hier? Ich kapiere überhaupt nicht. Ach, wir sind jetzt hier wieder zurückgekommen. Und das ist derselbe Gang. Ach so. Okay, alles klar. Es ist aber, ja, ziemlich verwirrend hier. Oh Gott. Sprung, und wir sind da eben ja hier hingesprungen und flupp ist unsere Ausbildung fertig. Das ist ja schon ziemlich komisch, dieselben Gestalten, die sich immer noch irgendwas angucken, immer noch nicht mit uns reden. So, und jetzt können wir uns hier mal anscheinend noch für was entscheiden. Taktisches Psi-Training, Kuluan Forschungslabor, telepathische Befragung. Ach, das sind Aufträge, ach so. Ich glaube, dann gehen wir erstmal hier zur telepathischen Befragung. Sie müssen Gedanken des Verrats und der Untreue aus dem Morast der Emotionen und Konflikte herausholen, der die meisten Menschen ohne PSI-Fähigkeiten charakterisiert. PSI. Sie werden ein Jahr lang lernen, ihren Geist zu stärken und die Gedanken der Schwächeren zu lesen, ohne dabei sich selbst zu verlieren. Okay, anscheinend gehen hier unsere Jahre drauf. Das spielt ja alles 4 Jahre vor diesem Event mit der von Braun. Und deswegen müssen wir hier uns noch ein paar Fähigkeiten aneignen. Was kriegen wir denn hier? In Dr. Chandris Villans Labor wurden viele Entdeckungen gemacht. Forschung ist das hier, okay. Ihr Körper wurde vernachlässigt. Auf Io werden Sie Soldaten finden, die Ihre physische Ausdauer testen wollen. Oh ja. Sie werden sie überflügeln, ohne dabei ihre geistige Disziplin zu verlieren. Ja, nice. Dann können wir ein bisschen mit den Marines rumballern und da ein bisschen Ausdauer bekommen. Ja, das finde ich doch nicht so schlecht. Und da fliegt wieder unser Shuttle. Oh Mann, sehen die Shuttles komisch aus hier. Hui. Okay, ein Jahr später. 23. Februar 2113. Sie sollen zur Zustation 34A zurückkehren. Ihr Jahr auf Io ist vorbei. Sie wissen, dass der einzige wahre Feind derjenige ist, der schlauer ist als Sie. Sie haben die Kadetten als Opfer verwendet und aus ihren Versagen viel gelernt. Hört sich an wie so eine Ausbildung von den Sith. Dieser Kampf, das fühlen Sie, hat Sie viel stärker gemacht. Sie haben +2 Ausdauer hinzugewonnen. Schwupps, da sind wir wieder hingesprungen. Hoi. Okay, jetzt können wir uns hier nochmal was... Antiterroristischer Feldeinsatz. Auswahlgruppe Feldeinsatz. Hä? Physikfeldeinsatz. Oh Gott. Viele Bedrohungen kann man nur von innen besiegen. Sie werden geistig so konditioniert, dass sie glauben, dass sie ein Krimineller sind und sich anderen Rebellen anschließen und deren gefährliches Leben teilen. Wenn es an der Zeit ist, werden sie sie liquidieren. Oh, geil. Wirklich, hört sich wirklich an wie so ein Sith. Oh Gott, das ist geil. Insgesamt gesehen sind Individuen nur so wichtig wie Schachfiguren. Manchmal müssen andere Figuren entfernt werden, ohne den Verlauf des Spiels zu stören. Dies wird in aller Stille und streng geheim ablaufen. Attentäter. Sie werden ein Jahr lang lernen, wie man diese Kräfte einsetzt. Oh Mann, ey, das ist ja voll beknackt, oder? Ich habe echt keine Ahnung, wie sich das jetzt hier aufs Spiel auswirkt, welche Fähigkeiten wir nehmen sollen, welche wichtig sind. Terrorakte und Wirtschaftskonflikte stören die Stabilität. Sie werden ein Jahr lang gegen die Kräfte des Chaos kämpfen und dabei geistige und körperliche Kräfte einsetzen. Nee, ich glaube, wir werden selber zum Kriminellen. Das ist ja jetzt Schnauze. Ich werde zum Kriminellen und davon kannst du mir nicht abbringen. Jawohl. Alles klar. Und da fliegen wir wieder mit dem Shuttle los. Ist ja unglaublich, wie viele Jahre wir einfach zur Ausbildung brauchen. Für irgendwelche komischen Psi-Kräfte, die wir doch insgeheim doch eher haben als Jedi. 9. Februar 2114.
Ach ja, ich glaube, beim 2. Februar ist jetzt die von Braun abgedüst oder so. 2114, wenn ich mich nicht gerade im Jahr vertue. Ihre Dienstzeit auf der USA-Feldbasis ist abgeschlossen. Selbst jetzt ist ihr Geist unscharf. Und sie erinnern sich nicht an alle Details. Wieso das denn nicht? Oh Gott, was wurde mit uns gemacht? Nein, sie haben uns Drohungen gegeben. Sie haben ihre Rolle gut gespielt und ihre Feinde hielten sie für einen Freund. Und dann griffen sie mit ihren Talenten an. Ein Stärke, ein Wendigkeitspunkt und ein Cyberwert hinzugewonnen und beherrschen die Elektronen-Fernmanipulation. Okay, cool. Was auch immer das heißt. Okay, anscheinend wurden wir auf die Rickenbacker verlegt. Am 9.1. 9.1.? Da stimmt irgendwas nicht. Shuttle A138, Sie haben Landeerlaubnis in Landeschacht 2 der von Braun. Willkommen an Bord. Gedächtniselemente werden reinitialisiert. Gedächtnis des Patienten wird wiederhergestellt. Gedächtnis wird wiederhergestellt. Gedächtnis wird wiederhergestellt. Beruhigen Sie sich, Soldat. Hier ist Dr. Janice Polito vom Rechenzentrum der von Braun. Sie sind momentan in Sicherheit. Sie erholen sich gerade von einer Operation und werden sich nicht an die Ereignisse der letzten Wochen erinnern können. Sie befinden sich an Bord des Raumschiffs von Braun und irgendetwas ist schiefgelaufen. Irgendeine Macht hat das Schiff übernommen. Deshalb haben sie sich bereit erklärt, sich experimentelle Cyberimplantate einpflanzen zu lassen. Benutzen Sie Ihr Cyber-Interface, denn es kann Ihnen das Leben retten. Sie müssen einen Aufzug finden und zu Deck 4 kommen und mich dort treffen. Deck 4, vergessen Sie das nicht. Aber halten Sie die Augen offen, denn die sind jetzt hinter uns beiden her. Meine erste Frage ist, wer sind die? Vorsicht! Oh Mann. Ich erhalte seltsame Signale von der Radarschüssel vor dem Fenster. Sie ist instabil geworden, weil... Schnell! In Deckung! Wow! Das geht nie ab. Scheiße! Druckverlustgefahr im Kryoerholungsraum. Ach toll. Sofort evakuieren. Ein Schraubenschlüssel! Jawohl! Ich habe unseren besten Freund gefunden. Wunderschön. Ja, den rüsten wir direkt aus, wenn das hier... Ja! Ey, das ist ja einfach hier ausrüsten. Aufs Maul! Ja! Wir haben jetzt unsere Liebe... Die Liebe unseres Lebens gefunden. Wenn es nach, wie hieß er nochmal, Jochen Gebauer geht. Entschuldigung, ich muss ihn immer zitieren, weil er mich hier auf das Spiel gebracht hat, der GameStar-Redakteur. Und tja, anscheinend haben wir uns irgendwelche... Warum machen wir das denn? Ach ja, wir sind ja auf der... Ich wette, wir waren so auf der von Braun und die meinten so... wir haben hier so ein paar Cyberimplantate. Haben wir so getestet, ja. Wer will die nehmen? Könnte es zwar tödlich ausgehen und ihr könnte... Das Gedächtnis könnte bei ihnen... kaputt gehen, aber wer macht das denn? Oh, ich habe irgendwas kaputt gemacht, scheiße. Und da haben wir uns wahrscheinlich freiwillig gemeldet. Ja, hallo, ja, mache ich gerne. Wieso eigentlich? Keine Ahnung. Das kann man kaputt machen, ja. Das habe ich noch gesehen im Test. Ich wäre jetzt, glaube ich, nicht drauf gekommen, das hier platt zu machen mit dem Schraubenschlüssel. Der hat anscheinend ziemlich viel Wumms, der Schraubenschlüssel. Ja. Hoch hier. Na, ihr könnt nicht mal richtig laufen. Die Implantate haben uns behindert gemacht. Gibt's ja nicht. Ja, kann ich da wenigstens noch meine... Psy-Kräfte einsetzen. Oh ja, das geht noch. Daran können wir uns erinnern, aber nicht mehr, was hier passiert ist von der Farm Braun.
Naja. So startet man eigentlich am besten in einer Geschichte mittendrin. Uah! Alter! Heftig! Alter, mach den Scheiß auf! Oh, was ist denn hier? Zugangskarte, jawohl! Leichen, überall Leichen! Oh, ist das ja Autolock? Nein, das macht mich ja jetzt total beknackt. PDL enthält E-Mails, bla bla bla. Was ist das hier? Rechtsklicken, um Terminal zu benutzen. Ich will hier durch. Ach, hacken manchmal, ja. Hackfähigkeit 1 benötigt. Nein! Oh Gott, das macht mich ja jetzt hier total bekloppt. Das ist. Okay, ganz ruhig. Geht erstmal hier dran. Und da steht Aufgabe informiert werden, PDA. Ich muss auf meinen PDA zugreifen. War das mein PDA? Nein. Nein. Das hier. Logs. Neuer Code. Verdammt. Ich muss schon wieder den Zugangscode für Kryo A ändern. Als ob ich nichts Besseres zu tun hätte. Ich glaube, Krassi macht es Spaß, mehr Arbeit aufzureisen. Oh nein, jetzt fängt er wieder von neu an. 45100. 45100, Junge. 45100. Jawohl. Oh Gott. Eine geile Olle. Nein, warte. Schätzchen, ich brauch... deine Nummer. Alter, was war das denn für ein Heslon? Warum macht den Scheiß leiser? Oh, nein. Wie ist nochmal kriechen? Oh Gott, wo ist kriechen? Jetzt kriege ich aber Schiss. Wenn ich nicht weiß, wo kriechen ist, dann werde ich aber bekloppt hier. Ah, Steuerung, alles klar. Da geht's nicht lang. Ah, oh, viel besser. Druckverlust steht unmittelbar bevor. Oh Gott. Begeben Sie sich sofort zu Kryo-Erholungsraum B. Druckverlust steht unmittelbar bevor. Ich bin ja dabei, Junge. Hey, noch ein Schraubenschlüssel. Wie viele Schraubenschlüssel gibt's denn hier? Diese Batterie ist leer. In der Nähe müsste sich eine Ladestation befinden. Wenn Sie sie aktivieren, werden alle Ihre elektrischen Geräte aufgeladen. Nachdem die Batterie wieder geladen ist, müssen Sie sie in das Hilfsenergiemodul stecken. Dann öffnet sich die Schleusentür. Beeilung, die Vakuumabschottungen halten nicht mehr lange. Ja, ich will die doch da reinstecken, aber es geht nicht. Zack, nein. Oh Gott, wie mache ich das denn jetzt hier? Oder muss ich die hier in die Hand reintun? Ich lege erstmal das Schraubenschlüssel ab. Warum haben wir jetzt hier eigentlich zwei? So, Implantat. Ach, das ist ein Implantat. Geh doch da rein, du dreckiges Stück Ding, du. Meine Fresse, es geht doch nicht. Will nicht. Nee, geht nicht. Keine Ahnung. Oder ist das hier? Ach, das ist die Energieladestation. Das hier ist die... Keine Ahnung, Station. Aha, okay. Cool. Alle Objekte im Inventar aufgeladen. Das finde ich ja ganz geil. Nehmen wir uns wieder unseren Schraubenschlüssel. Das Spiel macht mich ja jetzt schon total bekloppt. Ich hasse es einfach, wenn ich nicht nachdenken kann und solche Alarme losgehen. Oh Gott. Wow. Weil ich dann auch zudem nicht mehr reden kann. Ach, jetzt muss ich die Batterie einlegen, wohl? Aha. Aber rausnehmen kann ich hier nicht mehr. Okay. Solche Batterien brauchen wir anscheinend, um Türen aufzumachen. Jetzt frage ich mich... Gut. Sie haben es geschafft, bevor die Luft aus dem ganzen Bereich entwichen war. Ich habe Ihnen gerade Cyber-Module übermittelt. Sie können damit Ihr Cyber-Interface an den Upgrade-Einheiten in diesem Bereich aufrüsten. Es gibt 4 Arten von Einheiten im nächsten Raum. Eine für jedes Cyber-Subsystem. Statistik, PSI, Waffen und Technik. Aber setzen Sie die Module überlegt ein. Sie sind schwer aufzutreiben. Okay, haben wir auch irgendwelche E-Mails bekommen? Ah, wieso liegen denn überall so dreckige Leichen? Die sehen ja total abgemagert aus. Wow. Oh, Naniten. Oder Nanites, wie man sie auch nennen mag. So, Zugriff auf Computer. Linker Infobereich. Das Inforegister unten links zeigt an, wie viele Cybermodule und Naniten sie besitzen. Das ist dann hier. Ah ja, hier haben wir 10 Naniten und hier haben wir 4 Cybermodule. Das ist das, was sie uns geschickt hat. Zudem finden Sie eine Taste, mit der Sie Ihre Karte aufrufen. Map. Ich habe auf meiner Tastatur leider keine Taste, die Map heißt. Nein, natürlich die hier. Und hier sehen wir anscheinend die von Braun. Hier ist das Kryo-Erholungs... der Erholungsraum A. Und hier unsere Kryo-Umschulung. Oh Gott. Jetzt bin ich ja total baff. Oh Gott.
Wenn ich hier... das wird wahrscheinlich Stunden dauern, bis ich hier klarkomme mit dem Scheiß. So, wie mache ich denn hier meine Cybermodule ran? Drinne. Ich muss mich vielleicht ein bisschen... Kann ich mich nicht hier irgendwie, aufwerten oder sowas? Ich mache vielleicht mal ein bisschen was auf Tech. Anscheinend sind die technischen Fähigkeiten doch etwas... Ja, wichtiger. Oder Kampf? Alien, Fähigkeit nicht erlernt. Schwer. Was ist denn eine schwere Fähigkeit? Diese Fähigkeit steigert die Wirkung schwerer Waffen. Manche schwere Waffen erfordern Mindestfähigkeiten. Ich will eine Fähigkeit haben, mit der ich mit dem Schraubschlüssel besser zuschlagen kann. Ausdauer, Stärke, ja. Bestimmt ihre Inventarkapazität und den Schaden, den sie Gegnern im Nahkampf zufügen. Alle Panzer und manche Waffen hängen ab, haben eine Mindeststärkeanforderung. Ja, Stärke würde ich dann doch gerne mal aufladen. Vielleicht muss ich die ja... Ach Mensch, wie geht denn das hier? 4 Cybermodule habe ich doch. Oder muss ich an irgendeinen Terminal ran korschen? Ich habe keine Ahnung. Medical Personal Only? Ja, hier muss doch irgendwas geben, womit ich mich hier aufpunschen kann. Ein Kippschalter! Was macht das denn jetzt hier? Oder vielleicht ist das hier das Ding hier. Eben aufzurufen, Anwendungsbla bla bla. Da steckt, glaube ich, auch nur derselbe Kackes. Wow! Ist das der Raum, wo wir jetzt eh reingekommen wären? Ja. So, vielleicht können wir hier... Ah, hier können wir uns upgraden, ja. Statistiken, das sind unsere Allgemeinfähigkeiten, unsere Psi-Fähigkeiten und Waffenfähigkeiten. Was gibt's denn hier? Standard, Energie und schwere Waffen, ja. Okay, ich würde dann aber vielleicht doch eher fürs Erste erstmal unsere Statistiken aufbauen. Erstmal unsere... Wie hieß das nochmal bei Fallout? Die Fähigkeiten mit Stärke. Strong? Nein. Ach, jetzt habe ich schon wieder vergessen. Scheiße, mit Charisma und sowas da drin. Special, genau, Special. Unsere Special-Fähigkeiten hier. Yeah. Stärke würde ich auf jeden Fall ein bisschen mal was drauf machen. Preis 8. Wir brauchen für einen Stärkepunkt mehr 8 Cybermodule. Ich glaube, die wollen uns verarschen, oder? Das kann ja nicht sein hier. Aufs Maul. Nein. Hier steht nein. 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 Okay. Die Psi-Fähigkeiten kosten jeweils 3, Module 4. Okay, davon könnte ich mir jetzt was kaufen. Waffenfähigkeiten kosten 12. Ui. Und die technischen Fähigkeiten 10 jeweils. Oh Gott. Ich glaube, wir behalten uns erstmal hier die Cybermodule im Inventar und bestimmen erstmal ein paar Leichen. Oh, der hat ja auch noch ein paar. Ja, super. Jetzt haben wir doch genug für Stärke. Jawohl. Alles klar. Cool. Mehr Stärke. Bam. Auf die Schnauze. Jetzt brauchen wir natürlich noch ein paar Affen hier. Aufmachen. Kann ich hier zwischendurch... Ja, den ausrauben. Was haben wir hier? Serumspritze. Oh. Können wir unser Leben wieder regenerieren. Das ist ja geil. Hier kommen wir rein. Ach so. Boah, sieht ja total zusammengeschlagen aus. Guckt euch mal die... Wow. Guckt doch mal, wie... Boah, wie abgemagert der Hals ist. Oder wie verrenkt. Der muss einer was gemacht haben. Genick verrenkt oder so. So, wie komme ich natürlich hier rein? Hackfähigkeit 1 benötigt. So eine Kacke. Computerhacking. Es gibt an Bord zahlreiche Geräte, in die Sie sich einhacken können. Überwachungssysteme, Replikatoren, Tastaturen und mehr. Wer will sich in eine Tastatur einhacken? Hä? Jeder Hackversuch kostet eine bestimmte Zahl von Nanites oder Naniten. Um eines dieser Systeme manuell zu umgehen, hacken Sie auf der Hacktaste im MFD dieses Objekts. Ach so, ja. Ich glaube, wir haben aber eine Fähigkeit, womit wir automatisch sowas hacken können, nämlich mit unserer Psi-Fähigkeiten. Wellenmanipulation. Moment, ich gehe mal hier drauf. So, wir haben hier Kryokinese, Alarmdämpfung, Wellenmanipulation. Das muss das mit dem Wellendingens hier sein, ja? Wie mache ich? Ach, ich muss weiter weg, glaube ich. Ach nee, ich muss linke Maus, hast du klar. Nein, das will nicht. Nee, keine Ahnung. Ob das hier funktioniert oder das hier. Tastenfeld mal vielleicht. Geh doch auf, du dreckiges Stück. Ich will natürlich nicht. Kacke. Ah, wenn sich einer mit dem Spiel auskennt, kann er mir auch gerne Tipps geben. Ich bin da ein bisschen aufgeflogen hier. Das Handbuch habe ich nämlich nicht durchgelesen. Wer liest denn Handbücher durch? Nenner als hier, Naniten. Ich glaube, wenn wir jetzt mal wieder irgendwie
die Möglichkeit haben, unsere technischen Fähigkeiten aufzubessern, müssen wir mal unsere Hackfähigkeiten aufbessern. Hacken kann ich ja gar nicht. Oh Gott. Nicht das gewusst, dass wir überhaupt keinen hacken können. Ich meine, in der Simulation konnten wir doch hacken, oder? Ich glaube schon. So, wo geht's denn hierher? Hallo. Auf. Ah, wunderschön. Auf meinen Befehl hin geht das auf hier. Leiche. Ein dieser illegalen Psionikverstärker. Den haben wir ja schon. Das ist ja dieses Teil, was wir uns in den Arm stecken, glaube ich. Psykräfte. Es gibt 5 Stufen von Psykräften. Sie können weitere psionische Fähigkeiten erlernen, indem sie ihre Psykräfte an einer Upgrade-Einheit steigern. Um eine Psykraft einzusetzen, müssen sie ihren Psy-Amp aktivieren. Und dann im Psy-MFD oder den Munitionsfenster rechts unten einem. Ja, das wissen wir eigentlich alle schon. Hier sind noch mehr Kryo-Stasen oder Tanks. Und hier geht. Oh, die ist ja runtergefallen anscheinend. Hui. Müssen wir aufpassen. Wir wollen ja nicht dasselbe Schicksal erleiden wie dieses Rohr. Nein, wie die anderen Typen hier. Ich würde dann doch gerne mal ganz kurz meine Kryokinese auswählen. Falls du sein Äffchen angreifst. Ich habe jetzt durch das Video von GameStar schon so viel Angst vor Äffchen bekommen. Sie können Waffen auf 2 Weisen aktivieren. Zum einen können sie Waffen zum Waffenfeld oder oben rechts im Inventar ziehen. Zum anderen können sie die obere Reihe auf ihrer Tastatur verwenden. Achso, alles klar. Noch ein. Boah! Scheiße. Heftig. Ich muss erstmal meine Zugangskarte Wissenschaftsbereich aufproben. Wow, Naniten. 20 Stück. Mal die Steuerung umstellen, weil wenn ich auf S drücke, dann gehe ich nicht nach hinten, sondern beuge mich nach vorne. Warum auch immer man sich nach vorne beugen möchte. So durch eine Tasse. Mit X gehe ich aber nach hinten, oder? Ja, mit X. Das ist ja sehr schlau aufgebaut hier. Das hier. Was ist das denn hier? Moment, nach hinten gehen. Aufmachen. Jawohl. Gewehrmunition und Psy-Spritze. Für den Notfall. Das ist, glaube ich, ein Notfall. Ich glaube, auch wenn hier kein Notfall bestehen würde, würde ich das aufbrechen. Ja. Oh. Oh. Kann ich mal rauslassen? Ich kann meine Karte nicht finden. Lasst mich bitte hier raus. Ich kann meine Karte nicht finden. Lasst mich bitte hier raus. Okay, da waren die Sprecher sehr ambitioniert. Auf jeden Fall. Oh, es hat mich erschreckt, dass die Tür zuging. Oh, kann ich gar nicht ab. Um Ihr Inventar aufzurufen, drücken Sie die Tabulator-Taste. Sie können. Ja, das weiß ich doch alles. Als ob ich nicht aufgepasst hätte. 20 Naniten, geil. Jo, ich glaube, ich werde mich mal. Wenn ich den Part hier beende, müsste ich ja gleich mal. Ja, wir haben doch die Karte geklaut. Aufräumteam. Mach die Tür zu. Junge. Scheiße. Oh Gott, ich werde mal hier den Part beenden. Ich kriege hier. Boah. Was ist denn das Aufräumteam? Nein. Oh, Kacke. Ihr wisst, ich bin da. Oder wenn ihr mich kennt, dann wisst ihr, dass ich ein bisschen. Boah. Aufgeregt werde, wenn ich nicht weiß, was vor mir lauert. Oh Gott. Ihr hättet mich mal beim Bioshock 1 und 2 spielen sehen müssen. Oh Gott, was ist denn das da hinten? Scheiße. Also, wenn ich jetzt gerade einen komischen Schnitt gemacht habe, dann wundert euch nicht. Ich habe gerade mich doch noch entschieden, ein paar Minuten noch aufzunehmen. Scheiße! Was ist das denn? Der hat eine Schrotflinte. Kacke, mach die Tür zu. Komm zu uns. Nein, Junge! Verpiss dich, du Dreckstück! Oh, der hat doch, doch keine Schrotflinte. Junge! Verpiss dich, altes Stück Scheiße! Mach die verdammte Tür zu. Kacke, es geht nicht mehr. Das gibt's ja nicht. Bah. Bah, ich hab hier so ein Herz rausgerissen oder sowas. Oh, Naniten. Cool. Was für ein Scheiß ist das denn hier? Um etwas zu erforschen, benötigen Sie eine Forschungsfähigkeit von mindestens 1. Oh Gott, ich bin so low hier. Sehr gut. Ich sende Ihnen Nein! Verdammtes Stück. Ah, ich muss hier derbe auf. Ach, aua! Tötet mich! Aha. Als ob irgendwas hinter mir wäre. Scheiße. Serum erstmal geben hier. Scheiße, aber ich habe kaum mehr Leben. Ich höre irgendwas. Ich höre irgendwas. Nein! Nein! Aha. Große Gefahr in diesem Gebiet. Nicht ehrlich, Junge. Du bist ja echt schlau hier. Vielleicht benutze ich meinen Kryokinese, oder? Oh, wie soll ich denn das überleben? Ich habe hier kein... Kacke, was ist das?
Fuck, ey, wie kann ich denn rennen hier? Okay, ich glaube, ich sollte mal hier in die Medi-Station rein. Wenn das hier eine ist. Mach die Tür auf, Junge, schnell. Wow. Mach die Tür zu, schnell. Ach, Mode in... Infrared? Was denn Infrared? Keine Ahnung. Zugang verweigert. Junge, mach den Scheiß auf. Geht nicht. Station 1, kann ich hier sonst irgendwas machen? Nee, sind aber die Kameras sind aktiv. Ich glaube, der Jochen Gebauer meinte, man sollte die Kameras vielleicht deaktivieren. Sicherheitssystem aktiv. Keine Bedrohung entdeckt. Hacken. Geht auch nicht. Hier gibt's aber was zu naschen. Ja, geil. Chips und Whisky. Ja, geil. Kiste ist nichts. Das hier, Behälter. Auch wieder ein Audiolog. Ich glaube, während ich mir was hier reinpfeife und die geile Musik genieße, hören wir uns auch mal den nächsten Log an. Warum hört keiner auf mich? Die Sicherheitsprotokolle im Xerxes-System sind eindeutig unausgereift. Irgendein Idiot hackte sich gestern Abend in den Hauptdatenstrang und ließ Xerxes 3 Stunden lang Lieder von Elvis Presley singen. Ich musste schließlich das Stimmsystem deaktivieren. Was wäre, wenn jemand mit üblen Absichten das machen würde? Tja, dann könnte man diese ganzen verfluchten, ekligen Viecher hier plätten. Was waren das denn überhaupt für Viecher? Bah, ey. Welche nochmal? Main Droid Traffic Area. Ich glaube, hier schwört ein derber Droide rum. Deswegen gerade so schweren Schritte eben. So, ich werde mich aber erstmal hier ganz vorsichtig umschauen. Die Gänge machen mir allein schon derbe Angst hier. Boah. Ich glaube, ich verpiss mich gleich einfach mal hier und stelle mich in die Ecke und weine. Nein, es geht nicht auf. Ah. Ich habe Angst, dass sie doch noch hierher kommen, weil ich die Tür nicht zumachen kann. Kacke. Ich hoffe, das Spiel hat für euch jetzt ein bisschen mehr Fahrt aufgenommen. Xerxes, dieser verdammte Computer hat den Aufzug ebenfalls ausgeschaltet. Aber sie können beim Reaktorkern auf Deck 1 Strom umleiten und damit den Aufzug aktivieren. Allerdings können sie ja nicht mit dem Aufzug hinunter. Moment. Es gibt einen Wartungsschacht von diesem Korridor aus. Damit können sie zu Deck 1 vordringen. Allerdings ist er versperrt und Xerxes verbirgt den Code. Dr. Watts müsste den Code dafür haben. Er ist wahrscheinlich im Crewbereich. Grassi hat die Zugangskarte dafür, aber er ist im Medizinbereich, vermutlich in der Nähe des Biopsielabors. Gehen Sie in den Medizinbereich und finden Sie Grassi. Ja, warum ist er denn auf dem Klo und wer ist Grassi? Oh Gott, warum haben die so beknackte Namen? Ich glaube, das werden wir alles erst in der nächsten Folge besprechen oder herausfinden. Oh Gott, ich höre wieder irgendwas. Ob es in der Musik drin ist oder ob es wirklich Geräusche sind, ich habe keine Ahnung. Dann kommen wir nicht mehr zurück, doch. Das können wir schon, aber ich weiß gar nicht, wo wir jetzt hergehen sollen. Scheiße, ich bleibe hier in der Ecke stehen und dann hoffe ich, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, drückt auf Gefällt mir und wenn ihr irgendwelche Tipps habt für mich, schreibt sie in die Kommentare. Ja, bitte. Bis zur nächsten Folge. Bis dann. Ciao.